SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Ist es nicht schön, wir können uns wieder mit Freunden treffen, mit Gleichgesinnten diskutieren und wir können ins Kino gehen und Ende August, Anfang September unser Filmfestival in Schwerin erleben. Also, wenn alles klappt, wird Ulrich Tuco diesmal kommen. Und wir Literaturfreunde hoffen, dass er auch sein Buch Der Ursprung der Welt vorstellen wird in einer Lesung. Wir hatten ja schon einmal in dieser Sendung über das Buch gesprochen. Ich hatte es Ihnen im April 2020 vorgestellt. Also wir hoffen sehr. Und bei Ulrich Tuco gibt es ja immer sehr geheimnisvoll zu. Auch in seiner Novelle Die Spieluhr ist es rätselhaft. Man kann bei ihm ganz rasch von der Gegenwart in vergangene Jahrhunderte fallen. Also es wird spannend und vielleicht erleben wir ihn auch noch mit seinen Rhythmus-Boys. So, und nun aber heute andere Bücher, die ich Ihnen vorstellen möchte. Drei wieder sehr, sehr verschiedene. Ich hoffe, dass ich Ihnen Anregungen geben kann. Da ist das erste Buch, das kennen Sie eigentlich schon, Literaturhotels heißt es. Ich will mit Ihnen heute den zweiten Teil meiner Literaturreise mit diesem Buch hier quasi zelebrieren. Und das zweite hat mit der dänischen Schauspielerin Asta Nielsen zu tun, die im September 140 Jahre alt geworden wäre. Und das dritte Buch, also ich muss sagen, da erstarre ich vor Ehrfurcht vor der Arbeit und der Haltung der Autorin. Es ist ein starkes, ein schweres Buch. So, jetzt nun mal genauer. Also Literaturhotels von Barbara Schäfer, Busse Seewald, Frech Verlag, Stuttgart 2000. Dann Silvia Frank, Das Haus der Winde, Asta Nielsen und Ein Sommer auf Hiddensee, Rütten-Löning bei Aufbau Verlag 2021. Und das letzte, Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, Rowohlt Verlag 2021. In Barbara Schäfers Buch Literaturhotels konnte ich in Gedanken reisen, flog quer über den Erdball, es wurden Reisen auf den Spuren berühmter Dichter. Ich stieg in Havanna im Ambos Mundus ab, wo Hemingway seinen Roman Wem die Stunde schlägt begonnen hat. Dann flog ich weiter nach Bangkok, um im Mandarin Oriental mich in Joseph Conrads Herz der Finsternis zu vertiefen. Denn der hatte hier logiert, wie Graham Greene auch. Letzterer soll seinen Roman Der stille Amerikaner hier geschrieben haben. Mein Weg führte mich dann nach Istanbul, wo 1888 zum ersten Mal der Orient-Express ankam. Hier war Agatha Christie im Perry Palace nicht weit. Im Bücherregal des Hotels entdeckte ich sofort den berühmten Mord im Orient-Express. Dann flog ich ins polnische Łódź, wo mich Josef Konrads Hotel anzog. Denn hier hatte er 1924 seinen Roman Hotel Savoy verfasst. Nach mehreren Zwischenstopps landete ich im Londoner Hotel Belmont Cadogan in Zimmer 118, wo Oscar Wilde, Autor von Das Bildnis des Dorian Gray, verhaftet wurde. Besser gefiel es mir im Hotel Timeo in Taormina auf Sizilien, wo D.H. Lawrence sich zu seinem Skandalroman Lady Chatterley's Lover inspirieren ließ. Ich reiste in Deutschland, in Italien, in Schweiz weiter und traf auch wieder auf Elke Heidenreich. Die Frage, warum das Buch ein Muss ist, erübrigt sich. Die Abbildungen laden zum Genießen ein und die Texte zum Wiederentdecken von Schriftstellern. Das Haus der Winde, Asta Nielsen und Ein Sommer auf Hiddensee ist unter dem Pseudonym Silvia Frank erschienen. Der Roman spielt 1934. Asta Nielsen will in ihrem Feriendomizil zur Ruhe kommen. Auf der Überfahrt freut sie sich schon über die herrliche Ostsee. Sie sehnt sich nach ihrem Haus der Winde, ihrem Karussell.
Sie denkt an die wundervollen Stunden mit Joachim Ringelnatz und Muschelkalk, weiß aber auch, dass die Nazis ihm Auftrittsverbot erteilten und er in einer Lungenheilstätte liegt. Für ihn und seine Frau möchte sie ein großes Gästebett anfertigen lassen. Fischer Kai Henning wird ihr empfohlen, der sich auch auf Holz gut versteht. Kai ist ein attraktiver Mann. Beide verlieben sich sofort. Das Bett ist fertig, doch Ringel stirbt. Mit den Inselbewohnern kommt Asta prima zurecht. Zu ihrem Geburtstag am 11. September kommt Gerhard Hauptmann, der sein Buch Mehr Wunder als Geschenk überreicht. Da muss ich aber sagen, das ist ein Fehler. Dieses Mehrwunder ist erst 1939 entstanden und 1953 sogar erst in Buchform. Asta wird zu einem Empfang des Führers in Berlin abberufen, muss Platz nehmen am Teetisch von Hitler. Man will sie vereinnahmen, bietet ihr eine eigene Filmgesellschaft an. Asta lehnt ab. Auf der Insel sieht sie immer mehr Hitlerjungen herumlaufen. Damit nicht genug. Beim großen Sturm kommt ihr Liebster auf See ums Leben. Asta verlässt die Insel. So jedenfalls im Roman, in dem reale und fiktive Personen auftreten. Den Fischer Kai hat es nicht gegeben. Warum das Buch lesen? Das Buch ist eine leichte Sommerlektüre, erzählt von Privatem der Diva und von den Leuten auf Hiddensee in den 1930er Jahren. Meine weitere Empfehlung noch, Barbara Beuys hat eine ganz neue Asta-Nielsen-Biografie herausgegeben, die heißt Asta Nielsen, Film, Genie und neue Frau aus dem Inselverlag 2020. Die Journalistin Gabriele von Arnim hat mit ihrem neuen Buch Das Leben ist ein vorübergehender Zustand ein Werk größter Offenheit geschaffen, das die Krankenjahre des Mannes in den Fokus rückt. Sie erkennt, wenn der Ehemann nicht mehr gehen kann, muss sie langsam laufen, wie eine Schnecke. Sie leidet mit dem Partner, wenn der seinen Körper nicht mehr beherrscht. Beide Individuen leiden und es leidet der soziale Zusammenhalt. In Corona-Zeiten ist uns das sehr bewusst geworden, wie wir diesen brauchen. Wenn sie noch außer Haus gehen kann zur Arbeit, ist es ihr, als werde ein Schalter umgelegt in ihr. Dann tankt sie Kraft. Dennoch will sie bei ihm sein. Er kann nur verstümmelt sprechen, kann nicht lesen oder schreiben und war doch einst ein Wortgewaltiger. Er liebte das Lesen, nun lässt sie ihm vorlesen. Aktuelle Pressetexte und ganze Romane. Als der Mann krank wurde, die Welt ferner wurde, machte sie sich trotz allem das Zuhause schön, auch sich selbst. Sie schminkte sich jeden Tag. Oft hat er Tage, da möchte er sich aus dem Fenster stürzen. Doch wie? Bis zum Fenster käme er nicht. In ihrer Lage erfährt sie, dass man sich sehr viel Schönes erzählen soll. Das macht glücklich. Sie braucht selber Mut zum Weiterleben. Sie ist zornig, wenn die Pfleger ihn nicht richtig umziehen, wenn er sich beim Essen bekleckert hat. Alles ist eine Herausforderung. Er freut sich über jeden Morgen. Und wenn sie dann ins Zimmer kommt. Jetzt ist er tot. In die Trauer muss sie erst hineinwachsen. Nie mehr wird sie seine Hand auf ihrer spüren. Der körperliche Kontakt ist doch eine seelische Berührung. Berührungen können Schmerzen lindern. Warum das Buch lesen? Es zeigt die Schwere der Aufgabe, einen lieben Menschen zu pflegen und doch selbst am Leben zu bleiben. Das Buch kann aber auch Trost spenden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich, wenn ich Anregungen geben konnte. Vielleicht war direkt etwas für Sie dabei. In den nächsten Monaten stehen einige Kulturereignisse ins Haus. Kunst offen wird zum Beispiel am 21. und 22. August in einer Nachholaktion nachgeholt. Im Pino findet dazu zum Beispiel am 21.8. eine Skulpturenschau statt. Ich selbst lese aus Unter Hörners Buch Am Horizont der Meere, Gala Dalí. Da wird sicher noch eine Pressenotiz kommen. Es geht also um das faszinierende Porträt einer außergewöhnlichen Frau, die ihren Traum von Freiheit und Unabhängigkeit leben möchte, die ich Ihnen in meiner Sendung bereits im Mai dieses Jahres vorgestellt habe.
So, und wir selbst haben nun auch einige Daten, die feststehen. Wir laden ein zu einem literarisch-musikalischen Programm am 11. September, nachmittags um 15.30 Uhr, mit dem Thema Anna Seghers in Mexiko, mit klassischen Musikbeiträgen von der Familie Möbius, also 11. September dieses Jahr, 2021. Und im Monat darauf, im Oktober, am 23. Oktober, auch wieder nachmittags um 15.30 Uhr, auch wieder im Campus am Ziegelsee, werden wir das Werk eines russischen Malers vorstellen, und zwar von Valentin Serov, der in Russland sehr bekannt ist, in der Tretjakow-Galerie in Moskau eine eigene Abteilung hat, und Alfred Nering aus Ahrenshoop hat dazu bereits im letzten Jahr ein Buch herausgebracht, das heißt Wladimir Serov, Russlands Schönheiten. Durch die Pandemie konnten wir es im letzten Jahr nicht vorstellen. Dazu laden wir Sie ganz, ganz herzlich ein. Und vielleicht werden im Herbst auch weitere Veranstaltungen und Lesungen mit Schriftstellern und anschließendem Gespräch möglich sein. Ich würde mich sehr freuen, bin aber noch ein bisschen skeptisch, ob das so sein wird und sein kann. Aber alles Gute für Sie bis dahin, und zu den neuen Buchtipps möchte ich Sie natürlich auch wieder einladen. Im August, Ihre Liane Römer. SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.